Mit dem heutigen 2:0-Sieg gegen Basel läutet der FC Zürich auch gerade seine Ferien ein. Also vorhin unter 4 Augen hat mir der Oli ja gesagt, bevor er geschossen hat, sei der Ball aufgekommen und wegen dem ist er dann schön oben rein. Also, kann man sagen, Oli, oder? Nein. Ja, schön, ne? Ja, noch ja, das ist eine Weihnachtsgeschenk, ich habe bekommen. Schöne Farbe, ich liebe diese Farbe. Also. Nein, ich muss sagen, er hat das tipptopp gemacht. Ja. Ich muss ihm von Herzen gönnen. Ja, du hast gerade gesagt, nicht mehr an Fußball denken, dann denke ich auch nicht weiter. Nein, ich glaube einfach, wir sind alle froh, dass endlich mal Pause ist, weil wir irgendwie von der Spirale nicht rausgekommen sind. Und für uns alle tut einfach gut, dass wir den Kopf lüften, denke ich, für alle Spieler. Und dass wir einfach fast zu null in der Rückrunde anfangen. Wir müssen eine Serie starten, dass wir die Leute zurückholen. Wenn man die Tabelle anschaut, natürlich die Platzierung ist nicht so schön, aber von Punkten her sieht man, dass trotz unserer schlechten Hinrunde sind wir nicht so weit. Wenn wir schon bei dem sind, möchte ich natürlich den Philipp loben. Hinten rechts ist wirklich eine Bank dort hinten. Ab und zu stürchelt er über die Bühne, aber das kommt gut, Philipp, die Technik, die kommt noch. Gut, schaff auch her, Tim. Ich habe gesagt, meine Priorität ist Zürich. Ich habe immer das gesagt und das ist wieder so, weil ich finde es sehr gerne in diesem Club und ja, mit diesem... Ein Wunsch! Da, ja, aber damit, danke, ein Wunsch! Poi passi un pari. Ich habe Wunsch, ich bleibe in Zürich. Ne? Dreams are my reality. The only auf Facebook. Ja, also kein Fußball ist fast unmöglich, weil ja, also ich meine, ich habe das Handy auch dabei und es gibt halt sicherlich das ein oder andere Telefon, aber es ist natürlich bei weitem nicht zu vergleichen, wie wenn du in der Meisterschaftsphase drin bist. Also von dort her. Es ist Ferien und ich muss sagen, ich freue mich auf Ferien, weil ich gehe mit der Familie. Ich freue mich wirklich auf nicht ganz 14 Tage. Ja, wirklich abzuschalten. Ich denke, es haben alle verdient. Ich rede jetzt da nicht nur vom Staff oder vom Trainer, sondern auch die Spieler, weil die haben Grossartiges müssen leisten. Auch wenn es im Resultat nicht so positiv ist. Aber das, was sie geleistet haben, ist enorm gewesen. 31 Pflichtspiele. Wenn es noch nicht läuft, das ist enorm, was man da muss leisten. Und ich muss schon sagen, das kann eigentlich nur jemand beurteilen, der es selber mal erlebt hat. Alle anderen, die können sich nicht vorstellen, was da abgeht. Und wirklich, sie haben einen tollen Job gemacht, haben immer an sich geglaubt, haben nicht aufgegeben, auch wo es ganz schlecht war. Sie haben geschafft, haben einiges geopfert dafür, auch wenn es vielleicht nicht immer so übergekommen ist, aber sie haben es probiert und da kann man ihnen ein Kompliment machen. Und ich denke, mehr als verdient, dass die Ferien jetzt kommen, dass sie wirklich abschalten können, regenerieren können. Da gibt es eine ganz kurze Vorbereitung, die wird heftig sein. Und dann müssen wir parat sein für den Rückrundenstart. Wir wollen etwas wettmachen, etwas korrigieren, was wir in der Vorrunde nicht so gut gemacht haben. Nicht nur die erste Mannschaft, sondern eben auch wir haben doch ein bisschen Weihnachten- und Silvesterferien verdient. Aber ich möchte euch an dieser Stelle schnell an die Saison 2008-2009 erinnern. Auch dort haben die Medien und alle gesagt, der FC Zürich schafft es nicht über den 6. oder 5. Platz aus, vor allem mit so einer jungen Mannschaft. Nichtsdestotrotz haben wir am Schluss der Saison um den Meistertitel mitgespielt und sind aus eigener Kraft eben Meister wurde. Genau diese Szenerie ist auf einem Film festgehalten worden. Matchball, der Schritt zum Titel. Und das ist sozusagen ein bisschen unser Geschenk, weil so lange wir auf das FCZ-TV verzichten, gibt es jetzt eben für euch auf dem FCZ-Channel auf YouTube oder jetzt auch auf fcz.ch eben den ganzen Matchball. 60 Minuten Fußball, 60 Minuten FC Zürich zu sehen. Und an dieser Stelle bleibt von unserer Seite nur noch zu sagen, schöne Weihnachten und ein gutes Neues.